Recht herzlich willkommen zur 233. Folge von Towns. Ja, wir sind hier, um das Wasser in die Berge zu bringen, ne? Aber irgendwie klappt es noch nicht so ganz, ne? So ein bisschen zweifle ich auch da dran, ne? Aber nur so ein bisschen. Ja, wer baut denn hier weiter? Niemand, ne? Da sind Sachen, die wir dahin pflanzen könnten. Ah, das ist zu tief. Da ist das Wasserrad. Ja, da müssen wir jetzt gucken, dass diese Löcher noch alle zu werden. Und dann müsste man mal gucken, ob das Wasser dahin läuft, ne? Aber, ein bisschen Angst habe ich ja darum, dass das mit einer Stufe zu wenig ist, ne? Aber nee, doch, das müsste klappen. Das hatten wir hier auch eingrenzen können mit einer Stufe, ne? Jetzt ist nur die Frage, wer bringt noch ein bisschen Erde? Können wir die Prioritäten da ändern? Meinen Dick. Gehört das zu meinen Dick? Das ist die Frage, ne? War Construction. Ich glaube, das gehört nicht zu War Construction. Ich würde eher zu meinen Dick sagen, aber kann ich mich auch zu vertun, ne? Schwierig. Also da geht, da fehlt's. Ja, ist die Frage, wann da wer was macht, ne? Hier sind sie auf jeden Fall am Essen produzieren. Wenn wir jetzt einen hätten, der das dahin transportiert, dann könnte man den mal gerade anhalten und gucken, was das für einer ist. Vielleicht haben wir auch gar keine Bergleute oder sowas mehr. Doch, drei sind da. Daran soll es also auch nicht liegen. Wer macht das? Gute Frage, ne? Wir waren das gerade für ein Fenster. Okay, Thomas Montag hat Hero Room, Wooden Bed. Ach, das hat er an. Ein Freund hat er auch. Und 1000 Sachen. Ja, da kommt ein Händler. Können wir erst nochmal weiterlaufen lassen. Und dann können wir eigentlich hoffen, dass da irgendwer die Klamotten macht. Weil ich gerade hier so diese vielen Äpfel sehe, ne? Da können wir mal Harvest machen. Dann kriegen wir ja mal ein bisschen mehr, ne? Komm, dann gehen wir gleich bis dahin hin. So, dann wird da alles abgeerntet. Ja, leider bringt hier keiner das, was ich brauche. Nirgendwo wird erdreich produziert. Da kommt der Händler. So, wann ist er da? Jetzt gleich. Top. Was will er denn haben? Farbe will er haben. Nee, Farbe bringt er mit. Farbenhändler. Ist jetzt nicht so das, wo ich sagen würde, das brauche ich, ne? Das Gold ist ja ganz nett. Snowpile. Oh, guck mal, Mut hat er auch mit. Also wir kaufen mal das Gold ab. Kriegt ein bisschen Farbe für und Schleim. Gold haben wir selber, was ist das? Okay, das kriegt er noch auch noch. Wenn er sowas mitnehmen will. Flint hätte er auch gerne gehabt. Die Farbe will ich eigentlich behalten. Silber, okay. Steine will er auch haben. Dann würde ich das wieder rausnehmen. Und hier ein bisschen was geben, ne? Und das waren dann zu viele. Okay, 57 Steine. Machen wir doch, oder?
Dann lassen wir es wieder laufen und dann sollten die den beliefern. Ja, und hier sehen wir, dass nichts geht, ne? Was machen die alle? Gute Frage. 5 Gold haben wir, 2 liegen da noch. Da sind ein paar Banana Joes, die da sich was zu essen holen. Aber hier geht nichts. Ich würde jetzt mal einfach so machen. Das abreißen und das nochmal anstoßen. Wir können auch das aus was anderem bauen. Ne? Hier ist es. Auch Stein. Und hier steht ja mal dran, ob das... Also es wird auf dem Mason Bench gemacht. Stonewall. Zack. So. Wollen wir nochmal gucken, ob das nicht geht, ne? Dass das einer uns baut. Okay, da unten warten wir es dann erst ab. Und das passiert da. Dann wissen wir das wenigstens, wer das baut. Das Erdreich weiß man ja nicht, ne? So, wie sieht's bei ihm aus? Hat er nichts gekriegt, glaube. Aber die... Wo holt der denn jetzt die Steine her, ne? Haben wir hier unten noch irgendwo sowas? Nein, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Aber spielt keine Rolle. Aber jetzt kommen sie hier oben alle raus. Wichtig ist, dass es gebaut wird, ne? Und das machen sie nun mal gerade. Okay. Was brauchte man dafür? Auch nur Stein. Dann wäre es ein bisschen schicker gewesen, ne? Na, ist jetzt auch egal. Und wer macht jetzt? Keiner mehr was? Doch, da wird gerade wieder was gebaut. Da ist er. Okay, dann geht's ja doch noch voran. So, jetzt sind wir bis dahin schon fertig. Da kommen wieder 2, ich weiß zwar nicht, woher die kommen, aber irgendwo kommen die her. Einer fehlt uns hier noch. Ja, und dann ist es doch so, dass wir es da auch abreißen. Also abreißen nicht, ne, aber das mal entfernen, weil das bringt ja da nichts. Und jetzt nehmen wir mal diesen schickeren. Machen wir mal so. Ne, ich glaube, wir machen da noch einen mehr, ne? Wegen dem Rad und so, ne? Ja, und da machen wir das auch weg. Na, das hat ja gut geklappt hier, ne? Und setzen da auch nochmal diese Steine hin. Machen wir so, oder? Ja, da wäre das Wasserrad. Müsste eigentlich auch so reichen, ne? Und da machen wir das wieder weg. Wegen funktioniert nicht so gut. Shift-Taste sollte man da vielleicht auch drücken, dann geht das vielleicht auch, oder? Ja, ist so. So. Passt. Und da wird es dann auch ein Rad geben. Und das macht er jetzt nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Und den nochmal auswählen. Ne, hat nicht funktioniert. Nochmal das Ganze. Nochmal das Ganze. Passt. Und wenn das fertig ist, kommt das dann noch drauf. Ah, die beiden sind schon da. Das bedeutet, da können wir auch einen draufsetzen. Sieht einigermaßen aus. Hier unten ist schon gut. Und jetzt wird da gebaut.
Ja, leider können wir es nicht sehen, wo hier schon der Rinder gemacht ist. Und wo nicht. Ist aber auch egal, muss ja nicht sein. War nur ein Gimmick. Okay, ist die Frage. Ja. Was machen wir da, ne? Hier muss noch ein Rad hin dann. Wo war das? Da Werkzeug, ne? Ja. Und da aber auch, ne, oder? Und da auch noch eins. Und wenn, dann da auch noch eins. Da. Und da käme dann der Mauerdurchbruch hin. Ich würde jetzt mal sagen, Destroy Big Block. Ja, das geht. Und dann lassen wir da überfluten, ne? Gucken wir mal. Das Rad oder die Räder sind schon alle da. Das hat funktioniert. Und die Steine werden alle produziert. Also das ist schon mal da, dann müssen wir noch das da reinbauen, dann ist alles gut. Aber es wird erst woanders gebaut. Wenn die da sind, müssen wir die noch einen höher bauen. Ach so, da muss noch ein Wasserrad hin, ne? Ein Wasserrad fehlt noch. Aber habe ich schon ausgewählt, ne? Ist nur noch nicht hingebaut worden. Okay, da sind wir schon weiter. Machen wir hier hin. Und die beiden müssen da noch hin. Und der muss da auch noch hin. Ja, es wird langsam. Die Flut kann kommen, ne? Unser Testobjekt läuft dann, ne? Wofür es gut ist, weiß keiner, ne? Einfach mal gebaut. Nächster Stein. Okay. Er schläft da oder was? Okay, zwei sind da, die schon wieder einen Stein bauen. Das ist also prima. Da unten sind sie. Ist das höher? Ich glaube nicht, ne, oder? Ne, ich glaube nicht. Wenn, dann müssen wir das Wasserrad hier unten nur ausmachen, wegmachen und dann geht das, ne, oder? Wir werden es sehen, wenn es fertig ist. Ich glaube, hier ist schon alles richtig dann. Wie weit ist denn der? Okay, da fehlt noch einiges. Da kommen wieder Steine. Okay, kommt er da auch weg? Ja, ne? Ja, muss er. Läuft alles soweit, ne? Bis auf das Wasserrad hier oben, das fehlt noch. Das will keiner bauen, oder wie? Warte mal, da kann auch noch einer hin, ne? Ah, da kommt das Wasserrad, okay. So, das Wasserrad ist da. Das ist da soweit fertig, würde ich sagen.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind auf jeden Fall noch zu bauen. Dann 11. Ja, 12, nee, oder? Weiß nicht, müssen wir mal gucken. Wenn die jetzt mal mit den Steinen vorankommen würden, ne? Da kommt wieder einer. Okay. Muss da noch einer drauf? Ich glaube, da muss noch einer drauf, ne? So. Also da ist gut. Hier ist auch gut. Da ist auch gut. Doch, das passt schon. So, jetzt fehlt da oben noch einer. Hier ist alles passend. Da noch einer, dann machen wir noch einen oben drauf. Also die 5, die wir sehen, plus 1 sind 6. Die holen immer meilenweit weg die Steine, ne? Diesmal sind es wenigstens 3, die es machen. Sind aber schnell dabei. So, da war noch was. Passt schon. Da noch einen hin, also noch 3 Steine. Und dann fluten wir das Ding, ne? Und hoffen, dass das funktioniert. Wahrscheinlich schwappt es hier irgendwie rüber oder so. Wir werden sehen. Ob es überhaupt so weit kommt, ist die nächste Frage, ne? Okay. Ich glaube, 4 Helden sind gekommen. Ja. Passt. Ah, da kommt noch einer. Das ist schon mal gut. Ich glaube, ich habe nichts übersehen hier, ne? So, raus aus dem Kanal. Warum bleibt denn der jetzt stehen? Ah, derjenige, der ist... Da kommt auch noch eine Horde, oder was? Ist der jetzt ertrunken? Ich glaube schon, ne? So... Das läuft erstmal. Ist nur die Frage, wie weit? Bis dahin sehe ich's. Aber nicht so wirklich, dass es vorankommt, oder? Naja, ne? Also es läuft schon mal nicht über, das ist schon mal gut. Ja, wir können es nicht sehen. Ah doch, so können wir was sehen. Es fließt auf jeden Fall weiter. Ja, aber hier ist jetzt Sabbat, oder? Nee, doch nicht. Es ist noch um die Ecke. Ja, also es ist noch nicht verkehrt am Laufen. Hier vorne türmt es sich natürlich auf. Ja, bis dahin ist es verdunstet dann, ne? Oder wie ist das? Okay, es ist noch ein Stück weitergekommen. Spannung steigt. Man kann es hier nicht sehen, oder? Wir werden es gleich wissen.
ob es dahin kommt. Ja, es ist weitergegangen auf jeden Fall. Es ist jetzt wahrscheinlich eins vor dem Wasserrad. Und jetzt kommt es zum Wasserrad. Jetzt ist es am Wasserrad und es wird hochgefördert. Okay. Und jetzt? Sieht gut aus, würde ich sagen. Ja, es wird nur nicht weiter gefördert, oder wie sehe ich das? Doch, da ist das Wasser hoch. Also das haben wir, glaube ich, richtig gemacht mit den Steinen hier. Na? Ob es hier oben noch nass wird? Hier ist es abgesackt, oder? Naja, wir werden sehen, ob es da irgendwann hochkommt. Bis dato nur bis hier. Und das Wasserrad kriegt nichts, oder wie sehe ich das? Jetzt aber, oder? Ah, da ist es hochgekommen. Okay. Es wird gefördert, auf jeden Fall. Na? Es ist, glaube ich, ein vor dem Wasserrad. Ja. Ja, Sintflut sei mit dir, oder wie ist das? Hier unten müssen wir aufpassen, dass es nicht über Bord geht, oder? Und da kommen wir nicht weiter. Ich glaube, wir machen mal schnell, da war falsch. Da ist richtig und wir machen mal hier und da drei Steine hin, um das noch abzudecken. Okay, nach ganz oben hat es doch noch geschafft. Ja, es kommt ja eigentlich immer nach, ne? Also muss es ja eigentlich funktionieren. Lustiges Gimmick. Aber mehr auch nicht. Es ist hier beim Wasserrad, aber weiter noch nicht. Ja, ich würde sagen, weiteres sehen wir in der nächsten Folge. Ah, guck mal, da oben kann man rübergehen. Habe ich jetzt auch nicht gedacht. Wahrscheinlich über das Wasserrad laufen sie. Dann geht das. Und dann werden wir in der nächsten Folge sehen, wie das Wasser da hinten wieder raussprudelt, wenn es denn da rauskommt. Das ist die nächste Frage. Okay, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.